Wir haben derzeit 94 Fahrzeuge, davon 61 Fahrzeuge der ersten Generation und 33 Fahrzeuge der neuen Generation. Die neue Generation der Fahrzeuge ist seit 2014 im Einsatz. Wir fahren in der Uniklinik ca. 3000 Transporte am Tag. Wir haben im System ca. 900 ABT-Container der unterschiedlichsten Sorten. Also spezielle Container für die Speisentransporte. Wir haben spezielle Speisecontainer zur Regenerierung der Speisen. Wir haben gedämmte Speisecontainer, damit die Kühlkette eingehalten werden kann. Wir haben spezielle Müllcontainer mit zu öffnenden Deckeln. In dem Bereich haben wir auch spezielle Sterilgutcontainer mit extra Dichtungen und Innenfächern, damit das Sterilgut sicher transportiert werden kann. Wir fahren von den Materialien her Speisentransporte, Müllentsorgung, Lager, Apothekenware, Sterilgut, OP-Schuhe, Getränke. Das sind alles die Sachen, die mit den ABT-Wagen transportiert werden.